Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Antriebe sind unser Thema. Wir sprechen über die verschiedenen Betriebsarten. Das letzte Mal haben wir gesprochen über den Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anfahrvorgangs. Heute sprechen wir über den Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anfahrvorgangs und elektrischer Bremsung. Was bedeutet das? Nun, ich habe wieder irgendwo eine Leistung, auf die ich mich hauptsächlich bewege. Ja. Die PS5 nenne ich das. Ja. Zu Beginn, unter Nullleistung ist, zu Beginn gibt es einen Anfahrvorgang. Das heißt, da gibt es irgendwie eine Leistungsspitze. Ja. Dann bewege ich mich eine Zeit lang, die kleiner, deutlich kleiner ist wie die Zeitkonstante, auf einem gewissen Niveau. Und dann, im Unterschied zum letzten Mal, gibt es eine Phase der elektrischen Bremsung mit negativer Leistung. Ja? Und da gibt es eine Stillstandszeit. Und dann startet das Ganze von neuem. Ja? Also so würde das aussehen. Und das wiederholt sich periodisch. Das muss nicht gleich lang sein, da schaut es ein bisschen so aus, wie wenn es gleich lang wäre, und so weiter. Ja? Also es gibt wieder praktisch eine Spielzeit. Es gibt eine Zeit, wo beschleunigt wird. Jetzt sieht man das gleich da oben. Gleich nach unten verlängern die ganzen Striche. Da ist die Bremszeit. Also das ist der DBR, Bremszeit. Das ist die Stillstandszeit. Das ist die Betriebszeit. DB. Und das hier ist die Anlaufzeit TA. Okay. Und wenn ich mir das alles dann nach unten verlängere und mir überlege, wie muss denn jetzt die Temperaturkurve aussehen? Im ersten Moment wird gar nicht so viel anders sein wie beim letzten Mal, weil wir haben ja auch den Einfluss des Anfahrvorgangs gehabt und so weiter. Ja. Das heißt, im ersten Moment werde ich von einer gewissen Temperatur aus steigen, ja, relativ steil, dann werden wir uns langsamer erwärmen, ja? Und dann kommt es zu einem Unterschied. Dieses elektrische Bremsen da, das ist natürlich verzögert die Abkühlung. Ja? Das heißt, wir haben hier praktisch nachher, weil wir haben eine Verlustleistung, ja? Und nachher kühlen wir praktisch dann langsamer ab. Das heißt, hier haben wir praktisch zuerst eine flachere Stelle, gell? Das Abkühlen wird verzögert. Und so geht das halt dann. So geht das dann halt dahin. Ja. Während des Bremsen ist der Abkühlvorgang eben nicht so schnell. Ja. Und hier habe ich dann die maximal erreichte Temperatur. Auch hier kann ich wieder Umgebungstemperatur unten. Auch hier kann ich wieder nicht angeben, wie groß diese Temperatur ist, weil es hängt natürlich von den Zeiten ab, wie die da entstehen. Ja? Aber auf alle Fälle werden sich diese Segmente hier überlappen. Und weil es wahrscheinlich kein PT1-System ist, werden das keine ausgeprägten Knicke sein, sondern ruhiger. So schaut das aus. Ja? Aussetzbetrieb mit Einfluss des Anfahrvorganges. Also da haben wir wirklich Stillstand. Das nächste Mal sprechen wir, was heißt das, wenn ich keinen Stillstand habe? Ja? Einen ununterbrochenen Betrieb mit Leistungsschwankungen da drinnen. Ja? Ist nachher ein Thema im nächsten Video. Ununterbrochener Betrieb mit periodischer Leistungsänderung. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.